Das Video beginnt mit einem kleinen Experiment. Ein Lichtstrahl, abgefeuert von einem Laserpointer, wird an die Decke gerichtet. Den Lichtstrahl selber kann man nicht sehen, sondern nur einen Punkt an der Decke. Das ändert sich, wenn ich mit einem Wasserzerstäuber kleine Wassertröpfchen in den Lichtweg hineinsprühe. Dann sieht das Bild in etwa so aus. Ich habe das Experiment als kleines Video auf meinen anderen YouTube-Kanal FieldTube Experimente hochgeladen. Es heißt dort Lichtstrahl sichtbar machen und ich habe es auch mit einem kurzen Link versehen. Kommen wir zu den Überlegungen dazu. Ich zeichne zuerst das Experiment, hier ist die Decke, dort kommt der Laserpointer und der Lichtstrahl. Obwohl der Beobachter den nicht sehen kann, zeichne ich ihn trotzdem ein. Der Beobachter wird durch die beiden Augen symbolisiert. Aber zu sehen ist eben nur der Punkt an der Decke. Das ändert sich erst, wenn ich kleine Partikel hineinbringe in Form von Wassertröpfchen, Staub, Nebel oder ähnliches. Ich zeichne die mal ein. Und was dann passiert, ist folgendes. Die kleinen Partikel reflektieren das Licht in alle möglichen Raumrichtungen. Und ein paar dieser kleinen Lichtblitze geraten zufällig ins Auge. Dann kann ich diese Tröpfchen sehen. Und wenn ich mehrere Tröpfchen alle in einer Reihe sehe, also nicht nur die drei, die ich jetzt hier eingezeichnet habe, sondern ein paar hundert, dann wird mir klar, wo der ursprüngliche Lichtstrahl verlaufen muss. Das sieht man auch, wenn man das Foto genau betrachtet. Man achtet hier mal auf die beiden Ränder, oben und unten. Dort, wo die Partikeldichte nicht so dicht ist, sieht man, dass es in Wirklichkeit nur einzelne Tropfen sind, die man aufleuchten sieht. Ein anderer Beobachter sieht auch prompt etwas anderes, denn für ihn leuchten andere Partikel. Aber da es in Wirklichkeit hunderte und aberhunderte solche Tröpfchen sind, sieht auch er insgesamt einen scheinbaren Lichtstrahl. Den Punkt an der Decke sehen alle. Das heißt, auch von der Decke kommt Licht ins Auge. Und da ich den Punkt an der Decke aus jeder Raumrichtung aus sehen kann, muss das Licht von der Decke aus in alle Raumrichtungen zerstreut werden. So. Und dann sehen beide Beobachter gleichzeitig den Punkt an der Decke, weil eben etwas Licht von der Decke ins Auge gelangt. Ein paar Leute bekommen Angst, denn es ist Laserlicht, das ins Auge gerät. Aber keine Angst, es ist nur sehr wenig Licht. Die Gefährlichkeit bei Lasern besteht eigentlich nur darin, dass normalerweise der Strahl nicht auseinanderläuft. Und wenn man den eigentlichen direkten Strahl ins Auge bekommt, so ist das viel zu viel Licht für das Auge. Und die Zellen, die das Licht wahrnehmen, gehen kaputt. Und jetzt haben wir schon alles verstanden, um den Vorgang des Sehens physikalisch tatsächlich erklären zu können. Das zugehörige Modell heißt Sender-Empfänger-Modell. Mal angenommen, dieses Mädchen soll gesehen werden, und zwar von diesem Jungen hier. Damit er sie sehen kann, braucht er als erstes Licht. Das kann zum Beispiel von einer Lampe kommen, die natürlich leuchten muss. Leuchten heißt physikalisch Licht aussenden. Das heißt, die Lampe erzeugt das Licht und sendet es aus. Es kommt unter anderem im Auge des Jungen an. Aber zum Beispiel auch ein Punkt auf dem Pullover des Mädchens sendet ebenfalls Licht aus. Er erzeugt es nicht selbst, aber er reflektiert es und färbt es damit ein. Auch von dem Punkt des Pullovers kommt Licht in das Auge des Jungen. Das heißt, die Lampe ist Lichtsender und gleichzeitig Lichtquelle, denn sie erzeugt das Licht auch. Aber auch der Pullover ist ein Lichtsender, denn er sendet ebenfalls Licht aus, auch wenn er es nicht erzeugt. Das Auge hingegen ist ein Lichtempfänger. Von der Lampe kommt viel Licht in das Auge, deswegen haben wir dort einen sehr hellen Eindruck. Von einem Pullover oder anderen Gegenständen kommt wenig Licht ins Auge und deswegen haben wir dort einen dunklen Eindruck. Und das ist Sehen. Sehen ist Licht empfangen. Entweder von einer Lichtquelle und einem Lichtsender oder von anderen Objekten, die aber auch Lichtsender sind. Und das ist eigentlich erstmal der ganz zentrale Punkt. Nebenbei sei bemerkt, dass wir etwas gelernt haben. Wenn ein Objekt sehr hell ist, heißt das ja, dass es viel Licht aussendet. Und wenn es viel Licht aussendet, dann wird es wahrscheinlich das Licht auch selbst erzeugen. Das heißt, wenn wir etwas Helles sehen, vermuten wir eine Lichtquelle. Das stimmt oft, aber nicht immer. Was wir uns nun merken sollten zentral. Erstens, Lichtstrahlen sind normalerweise nicht sichtbar. Eigentlich sind sie nie sichtbar. Was man sehen kann, sind eben solche Wassertröpfchen in der Reihe. Wir zeichnen sie aber trotzdem, um den Weg des Lichtes deutlich zu machen. Zweitens, auch angeleuchtete Objekte senden Licht aus. Drittens, das Auge empfängt einen Teil dieses Lichtes. Und das ist dann eben das Sehen. Sehen heißt Licht von dem Objekt in der entsprechenden Farbe empfangen. Punkt für Punkt. Abschließende Bemerkung, je mehr Licht wir empfangen, desto heller ist unser Eindruck und das kann man dann zum Beispiel ausnutzen. Ich habe hier etwa dieses Bild einer Sicherheitsweste auf Pixabay gefunden und diese Sicherheitswesten sind schon ganz clevere Konstruktionen. Die sind nämlich extra aus Materialien so angefertigt, dass sie sehr viel Licht reflektieren. Entsprechend kann man die Person gut sehen, wenn sie diese Westen anhaben. Und etwa im Straßenverkehr ist das ganz nützlich, denn ihr wollt gesehen werden von zum Beispiel einem Autofahrer. Alles weitere besprechen wir dann im Unterricht. Ciao.